Hallo und herzlich willkommen zurück zu Critter Grove. Ja, jetzt muss ich selber erstmal ein bisschen überlegen. Ich konnte nämlich jetzt leider vorher noch nicht aufnehmen. Hi, ich will den immer zurückwinken, aber ich kann den ja nie zurückwinken. You're just who I hoping to run into. Ach so, er hat auf mich gewartet, oder was? I found something unusual on the beach. Okay, and immediately thought of you. Wo denn bitte? It's a bottle. Hast du die wenigstens dabei? But I'm pretty sure that it's got something in. Das war klar, eine Nachricht oder was in der Flasche? Oder was ist das? You're always doing lawn touching everything with your dirty little hands. Ja, also sie meint, ich laufe so umher und bin immer alles am Betatschen mit meinen dreckigen kleinen Fingern. Also Händen. Und deswegen dachte sie, das ist das Richtige für mich. Okay, wir folgen ihr mal. Machen wir. Wo hast du es denn gefunden? Wieso bin ich schneller als sie? Wo ist die Flasche? Zeig mir die Flasche. Such, such. Ah, da. Aha, okay, das ist eine Schatzkarte. Das ist hier oben. Wir sollen in der Nähe von X mit der Schaufel hier graben. Manchmal komme ich nicht mehr auf die deutschen Wörter. Das ist echt schlimm. Wow! Das ist eine Schatzkarte, genau, habe ich gerade gesagt. Ich weiß nur nicht, wie man graben kann. Kannst du mir das vielleicht, also kannst du mir vielleicht sagen, wie man eine Schaufel macht? Super simpel, ja, super. Look at me. I'm made of. Go try anchor. Okay. Treasure on the old shark. I bet he's got a trunk full of shovels. Also Enshore. Enshore war der, who stuck up more treasure than that old shark. Also ich, so wie sie das jetzt sagt, ich meine Enshore war der Haifisch. Got deed for the day. Moment, was haben wir denn jetzt? 6:30. Der müsste aber doch jetzt eigentlich da sein, oder? 6:30. Ah, verdammt, der ist gerade gar nicht da. Nee, hier soll ich gar nicht gucken. Ich soll auf der Map gucken, oder? A missing blueprint. Ach so, stimmt, das haben wir auch noch. Ressourcenfinder. Okay, er steht jetzt gar nicht auf der Karte drauf. Was meinte sie denn jetzt hier mit You'll need a Schaufel. Ja, super, das ist mir auch klar. Aber wann macht der jetzt. Also hier ist auf jeden Fall der Haifisch abgebildet, aber wann macht der jetzt genau auf? Kann man sich das nicht angucken? Gibt es hier keine Öffnungszeiten? Ich meine, ich habe das mal irgendwo gelesen. Oder aber er ist da unten. Stimmt, das war die Maus, die hier oben war. Ach! Ach ja! Zum Glück ist er ein Frühaufsteher. Hi! Ahoi, Captain, genau. Ich habe eine Schatzkarte gefunden. Wir machen das Ganze mal ein bisschen schneller, weil ich möchte ja auch, dass ihr ein bisschen mehr seht, weil es ist auch die letzte Folge. Und ich denke mal, wir können uns denken, was ungefähr so besprochen wird. Ich brauche eine Schaufel. Was, der schaufelt? Jetzt habe ich zu schnell geklickt. Der schaufelt mit seinem eigenen Kopf oder was habe ich gerade gelesen? Ah, ich glaube, er hat mir gerade eine gegeben. Er hat mir noch. Ah, nee, okay, er hat mir die Blueprint hier, die Blaupause gegeben. Er hat mir noch irgendwas erzählt, von wegen, ich kann irgendwelche Sachen ausbuddeln, die ich unterwegs finde und so weiter. Ja, das ist alles schön. Ich habe nur schon wieder vergessen, wie man eigentlich baut. Moment. So. Ach, stimmt, die Sachen muss ich gar nicht dabei haben, ne? Das wird aus der Kiste rausgezogen. Das fällt mir. Moment, da muss ich jetzt mal eben gucken. Ja, ich habe kein Metall dabei. Ach, das ist ja cool. Das ist mal eine richtig gut durchdachte Sache.
Also das ist wirklich ein absolutes Pluspunkt. Man kann die Sachen tatsächlich zu Hause lagern und von überall quasi bauen. Ich habe aber kein Campfire gemacht. Ich habe gerade die Schaufel gemacht. Hä? Stand ja eben noch auf der Schaufel drauf. Oder hat er das umgestellt? Ich meine, was soll ich mit einem Lagerfeuer? Obwohl, ach, Lagerfeuer. Doch. Moment, wo bin ich denn jetzt auf der Karte? Unten, ne? Das war irgendwo hier, glaube ich, sollte ich. Ich konnte keine. Nee, ich konnte keine. Das wäre für die Entwickler vielleicht ganz schön, wenn man da so eine. Also für die Entwickler nicht, für uns wäre es schön, wenn man hier so eine Markierung auf der Karte machen könnte. Fände ich klasse, weil dann wüsste ich nämlich, also und wenn einem das dann angezeigt wird, natürlich oben im, im Kompass, wenn man das verknüpfen würde, das wäre dann richtig, richtig geil. Ist ungefähr hier, oder? Ah ne, ich bin noch eins. Komme ich da noch? Da komme ich unten zum Strand. Ich glaube, wir dürfen aber nicht direkt zum Strand, ne? Wir müssen hier hin. Hier so? Ist das dahinter? Ach, hier geht's hoch? Nee. Oder? Doch, wenn ich klettere, komme ich da hoch? Ich muss da hoch, ne? Ah, das ist cool. Man kann die Schaufel in der Hand haben und man sagt dann, ich hätte vielleicht nicht mit Vollgas laufen sollen gerade. Das war ein bisschen doof. Man kann dann sagen, dass man das abarbeiten, also abbauen möchte. Und das macht die. Achso, die hält sich nicht fest. Komme ich denn da überhaupt hoch? Also springen ist noch ein bisschen umständlich, muss ich gestehen. Also entweder habe ich einen Doppelsprung gemacht oder es hat jetzt funktioniert mit dem Schnelllaufen. Ich bin mir nicht sicher. Wobei wir jetzt streng genommen eigentlich zu weit sind. Hätte ich das unten am Strand machen müssen? Sieht aus wie unten am Strand. Allerdings, wenn wir jetzt einmal hier oben sind, gucken wir natürlich auch mal eben kurz, was hier eigentlich ist. Das interessiert mich nämlich auch. Kommt man da hoch? Gut, das ist nur ein Baum, das ist jetzt nichts. Hier scheint irgendwie so gar nichts zu sein. Mal gucken. Also ich möchte natürlich alles so erkunden. Doch, hier oben ist aber was. Die Frage ist nur, komme ich da hoch? Ach komm, lass, lauf. Nein, lauf doch da hoch. Komm. Ah Gott. So geht's auch. Blueprint von einem Ballon. Okay. Kann ich das überhaupt kaputt machen? Ah ja. Ich habe es aber nicht gelernt jetzt, oder? Das ist ja doof. Kann ich da noch hoch? Scheint mir nicht so. Na gut, also so wie es aussieht, hier oben ist wohl nicht allzu viel. Aber es ist trotzdem was Neues, was wir dann halt jetzt drin haben. Aber ich denke, ich muss hier unten zum Strand. Sieht zumindest so aus, obwohl ich eigentlich gedacht hatte vom Bild her, dass ich eher hier oben drauf muss. Also hier so. Hätte ich jetzt gesagt. Kann ich die Schatzkarte irgendwie nochmal... Ach nee, das ist doch am Strand. Das war gar nicht so mittig, wie ich das jetzt in Erinnerung hatte. Okay, das kann man nicht kaputt machen. Das war jetzt aber... Ich gehe nicht kaputt, wenn ich hier runterspringe, ne? Okay, mega. Gut. Aber wo buddel ich jetzt? Keine Ahnung. Ach so, den kann ich auch holen. Ist aber nicht der Schatz, hoffe ich doch mal. Ach so, da ist ein Pfeil. Das ist nicht das X, was die Stelle markiert. Das ist der Pfeil, der die Stelle markiert. Ja, das ist aber cool gemacht. Ich meine, X wäre vielleicht jetzt passender gewesen, muss ich dazu sagen. Cooking Station. Yes. Ja, ja, ich hab's verstanden. Hallo. Ich würde gerne die Sachen einsammeln hier. Das ist alles so ein bisschen... Der braucht erstmal seine Zeit, bis er dann die... ja, du schwimmst ja gerade richtig geil mit der Schaufel in der Hand.
Bis er dann die Sachen so richtig verarbeitet hat, habe ich so das Gefühl. Aber ist nicht schlimm. Ich meine, da gewöhnt man sich dran. Es ist halt nur, finde ich, nicht ganz so flüssig in dem Moment dann zu spielen. Ist das eigentlich sein persönlicher Garten hier, wo ich immer wieder was zu essen klaue? Ich weiß es nicht. Ich sage ja, ich hätte mich auch gerne hier unten niedergelassen, ne? Dann hätte man das Problem nicht. Seekorn. Woodplanter. Ach, muss ich die tatsächlich einsammeln? Das wäre jetzt die Frage. Ich schaue mich hier auch mal ein bisschen um. Da ist noch einer. 3 von 15. Also muss ich 15 insgesamt finden, damit ich den überhaupt bauen kann. Oh, das ist doch eine Sauerei. Das ist doch eine Sauerei, ihr kleinen Schweinchen. Und da war irgendwas mit. Ach, guck mal. Ja, klauen wir uns einfach die Laterne. Ist kein Thema. Das haben wir, glaube ich, schon. Ich bin mir nicht sicher. Ach nee, das ist auch 3 von 8. Ach, hier war das mit dem Graben. Okay. Da kommen wir ja schon jetzt, denke ich mal, ein ganzes Stück weiter. Auch mit der Stadt, dass wir die dann so auf Vordermann bringen können hier, oder? Ich meine, wir können den ganzen Schutt hier quasi wegmachen. Dabei kriegen wir dann Steine, das ist gut. Und es sieht natürlich ein bisschen besser aus hier in der Gegend. Metall, Steine, okay. Das müssen wir mit. Lockt. Okay. Steht nur lockt. Können wir nichts mitmachen. Ist hier unten. Ach so, das greift er dann. Gräbt er dann weg. Macht er dann weg, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. So, was ist mit dir? Du siehst zwar eigentlich gut aus. Ich hätte das jetzt so als Deko stehen gelassen, wenn ich jetzt ehrlich bin. Ah, 1 von 25. Wieso habe ich dann oben bei dem einen keins bekommen? Das war doch auch so einer, oder nicht? Hier und da verwirrt mich das Spiel noch ein bisschen. Aber ist nicht schlimm. Ich meine, wir müssen uns da auch reinfuchsen. Außerdem, da kommt jetzt hier das Set. Das wäre eine richtig geile Hütte hier für mich gewesen. Hätte ich das vorher gewusst, wenn ich im deutschen Spiel anfange. Ich mache mir da mal kurz ein Foto von. Moment. Ach nee, oder ist das. Das war der Friseursalon, ne? Da habe ich, glaube ich, schon mal versucht. Ja, da habe ich schon mal versucht, reinzukommen. Ach, das wäre so ein richtig schöner Hof für mich gewesen. Na gut. Ich werde es euch verzeihen. Ich habe das ja schon schriftlich gemacht. Ich glaube, hier habe ich es noch nicht drin erwähnt. Ich habe ja einen Deal gemacht mit den Entwicklern, dass ich ein komplettes Let's Play von dem Spiel machen werde, wenn das Ganze auf Deutsch übersetzt wird. Und vorher hieß es ja, wahrscheinlich gibt es eine deutsche Übersetzung und sie können halt noch nichts Hundertprozentiges sagen. Und jetzt heißt es, ja, Deal haben sie dann geschrieben. Und dass ich dann, dass es dann noch ein bisschen dauern wird, aber ja, es wird auf jeden Fall eine Übersetzung geben. Moment, 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 ich rede jetzt mit dir, ist okay. Holy Whiskers, was ist das denn so? Heilige Scheiße oder was? YouTube, hallo? Hier, ich habe das jetzt nur so gesagt. Was? Ich sehe completely knackered aus. Heißt das, ich bin sehr knackig und braun oder heißt das, ich sehe einfach scheiße aus? Ich bin mir nicht sicher, ich kenne das Wort nicht. Ja, ich arbeite den ganzen Tag so hart. Das ist richtig. Ich sollte ein bisschen essen und ausruhen. Ja, das stimmt auch. Essen ist immer gut. Some nice grill meat. Ah, bekomme ich jetzt eventuell Campfire? Ja, das wollte ich bei mir hinstellen. Jetzt, wo ich mir aus Versehen noch eins gemacht habe. When you just toss in a drumstick stalk and wait for. Ja, okay, also wir müssen ein bisschen warten, bis das dann durch ist. Ich hoffe, der zeigt uns das auch an. Ich kenne nämlich so Survival-Spiele, wo man dann das Ganze zu lange drin lässt, weil man denkt, dass es noch nicht ganz durch ist und dann ist es total verkohlt. Dann kann man es nicht mehr essen. Mm-hmm.
about cooking is just trying to figure out new recipes. Ja, ich brauche überhaupt erstmal ein Rezept. Könntest du mir das Rezept vielleicht geben oder kriege ich das? Wie out of stamina? Hä? Soll ich ihm jetzt eigentlich folgen? Der ist jetzt so zielstrebig gerade weggerannt. Ich folge ihm jetzt mal eben. Ich bin die Axtmörderin. Ich folge ihm hier mit der Axt durch die Stadt. Das sieht immer gut aus. Er guckt nach einem neuen Platz, wo er leben kann. Ja, und ich glaube, er hat gerade einen gefunden, so wie es aussieht. Ja, es ist schon ganz schön. It looks great, genau. Also, keine Ahnung. Aber ich sag mal, ja, wenn ihm das gefällt, ist das okay. Okay, jetzt brauchen wir nur noch die Sachen, um das Ganze zu bauen. Und dann ist alles gut. Warte, lass mich mal gucken. Vielleicht kann ich das schon... Vielleicht kann ich es auch nicht. Mach das Ding mal weg hier. So, Moment. Ach so, da habe ich nicht genug von. Ah, aber ich schmeiß trotzdem schon mal rein. Aber was ist mit denen hier? Ah, wo kriege ich die denn her? Muss ich die selber herstellen? Also das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Schwupps, erstmal die Bretter klein gemacht und reingeworfen. Sonst bin ich hier komplett... Wo wohne ich denn jetzt überhaupt? Moment, wieso zeigt der mir nicht an, wo ich wohne? Das ist doch doof. Außerdem habe ich schon wieder vergessen. Achso, ich wollte mir eigentlich genau. Ich vergesse das doch alles. Man muss mich doch immer daran erinnern, was ich... Achso, stimmt, deswegen bin ich so schnell ausdauerlos sozusagen. Weil ich hier die ganzen Sachen noch weggeschaufelt habe. Hast recht. War das hier oben? Nee, das war... Ich weiß echt nicht mehr, wo ich jetzt mein Zuhause gebaut habe, ey. Das ist doch blöd, Mann, wenn man nicht mehr weiß, wo sein eigenes Haus ist. Ja, so verpeilt werdet... Oh, da kann man drüber laufen, das ist ja cool. So verpeilt werdet ihr das nur auf diesem Channel hier finden. Wahrscheinlich nur auf diesem Channel. Ich weiß nicht, wie verpeilt noch andere Leute sind. Closed. Niemand arbeitet hier. Achso, ja, das war irgendeiner. Der guckt sich auch sein neues Zuhause an, oder was? Ja, ich denke, das ist großartig. Genau. Findet der nicht? Ja, wo willst du dich denn niederlassen? Er sagt halt immer das Gleiche. Ja, ich denke, das ist großartig. Boah, ey. Dann such dir doch was anderes. So, 3 von 10. Ich finde jetzt echt mein eigenes Zuhause nicht mehr. Es ist mir gerade so peinlich, bin ich ganz ehrlich, aber... Ich habe gerade null Plan. Ihr sieht auch... Also ja, hier sieht nicht alles gleich aus, aber ich sollte mir das echt mal merken. Also ich finde immer noch, man sollte hier so ein kleines Zeichen haben, wo man genau... da ist noch... Das nehmen wir noch mit. Wo man genau sein Zuhause eigentlich aufgebaut hat. Damit eben nicht genau das passiert, was mir jetzt passiert. Dass ich keine Ahnung von gar nichts habe hier. Das ist jetzt sein Ding gewesen. Ne? Da waren wir eben schon mal. So. Das ist doch mein Zuhause. Ja! aber ich denke mir mal, ich muss das Dings nach draußen stellen hier. Dieses. Ach, da hatte ich auch eins drin. Nein. Ah, nee, das ist mein Inventar. Och, ich dachte gerade schon. Gut, Moment. Mit Rechtsklick konnte man das direkt machen. Was haben wir denn noch? Das haben wir, das haben wir. Das. Nee, die haben wir jetzt gerade nicht drin. Das haben wir aber drin. Ich könnte einfach überall mal draufklicken. Und gucken, was davon reingeht, oder? Das wäre vielleicht einfacher. So, die Sachen behalte ich. Und der Rest geht dann hier rein. Was war das? Das, das, zack und zack. Das würde ich gerne einmal... Ach, kann ich nicht, oder was? Warum nicht? Weil ich das vom Inventar ausmachen muss wahrscheinlich. Nee. Wieso kann ich das nicht hier hinziehen? Hä? Release, drop item, hold. Ja, halten.
um es zu bewegen. Und ich möchte das gerne hier rein bewegen. Ich kann es aber auch nicht klicken und dann nach da oben setzen. Das geht auch nicht. Warum nicht? Und da darf ich nichts in der Hand haben. Aber daran kann es doch nicht liegen, oder? Hä? Der hat doch gesagt, dass ich das aufbauen kann, oder nicht? Und um was aufzubauen, muss ich das doch hier oben erstmal reinlegen. Oder sehe ich das jetzt falsch? Muss ich hier irgendwo was anderes machen? Rechte Maustaste? Ach, das war mit der rechten Maustaste. Ah, okay. Das habe ich schon mal, glaube ich, nachgesucht, ne? It's grilling time. Ja, was kann man denn hier oben machen? Player. Basic Trunk. Okay, okay, wir gucken, glaube ich, hier erstmal. Now I lay me down to sleep. Sammy. Ist sehr müde. Sammy, wer war jetzt Sammy von den beiden? War das die Katze? Er will ein Bett in seinem Haus haben. Ja, das ist soweit okay, aber ich muss ja erstmal sein Haus überhaupt bauen. Wo kriege ich denn die Sachen her? Das ist Simple Cutter. Also es kann sein, dass ich die von Bäumen vielleicht direkt kriege. Glaube ich aber eher nicht. Ich glaube eher, wenn ich was kaputt mache. Aber wo kriege ich die hin? Require Stone Killen. Was heißt Killen? Das ist wieder die Sache mit der Übersetzung. Ne? Ich meine, ich kann Englisch, das ist kein Problem. Und ich verstehe auch, sage ich jetzt mal so, keine Ahnung, 80% der Sachen verstehe ich komplett. Also auf Anhieb. Aber dann sind dann so Sachen, irgendwas mit Stein brauche ich. Heißt das, ich brauche eine Stein-Axt? Also nicht Axt, Pix, na, wie nennt sich das jetzt? Spitzhacke? Heißt das das? Ich weiß nicht, was Killen ist, keine Ahnung. Und bei, ihr habt mir ja auch schon öfter in die Kommentare geschrieben, ihr habt ja auch so ein bisschen Probleme teilweise mit Englisch. Normalerweise übersetze ich die Sachen eigentlich in den Spielen. Also wenn es englische Spiele sind und die nicht zu lang sind, wie zum Beispiel in den Horrorspielen, die ich auf Englisch gespielt habe, da habe ich halt die Texte immer übersetzt und alles. Weil ich persönlich es halt blöd finde, dass die keine Übersetzung haben, die Spiele. Würde ich natürlich jetzt nicht bei so einem 40-Stunden-Spiel oder so machen. Aber manche Wörter weiß ich halt auch nicht. Deswegen, jetzt, wo ich ein Campfire habe, also Lagerfeuer, so. Ich muss was kochen, das ist mir klar. Sammy told me that I could put a drum. Ach so, oder muss ich den auswählen? Wenn ich andere Rezepte haben will, ich should experiment by trying to cook. Ach so, wenn ich andere Experimente haben, Experimente, wenn ich andere Rezepte haben will, soll ich damit experimentieren, was ich da rein tue. Das heißt, to break stacks, Moment, Shift, wo ist Shift hier? Shift den Klick, kann ich nicht. Kann ich das hier? Ah, okay. Kann ich nur, wenn es im Inventar ist. Okay, dann mache ich das wieder rüber. Und ich hatte... Hatte ich das Fleisch nicht eben hier reingetan? Habe ich hier sonst noch irgendetwas? Ich meine, die Muscheln, die kann man ja bestimmt nicht nehmen. Ach, die sollen wir zum Museum geben. Ah, okay. Wir können hier übrigens auch direkt den zweiten auswählen. Das ist auch ziemlich cool gemacht. Also es sind so Kleinigkeiten, wo ich sagen muss... Das würde mir jetzt zum Beispiel wieder in anderen Spielen fehlen. Was war denn das hier nochmal? Ach so, das war die Drachenfrucht. Und das war... Used in Cooking. Used in Cooking. Okay. Machen wir mal bei beiden. Probiere ich mal eins aus. Zack. So. Beides probiere ich mal hier reinzutun. Ich weiß aber nicht, ob das funktioniert, wenn wir die alle einzeln reintun. Jetzt ist natürlich die Frage, müssen wir das in der Hand haben? Das können wir ja. Dann können wir nur die Sachen, die wir bauen, können wir dann nicht in die Hand nehmen. Die Frage ist jetzt nur, drei... Nein, ich hab's gewusst. Oh. Alter. Add full.
Wieso kann ich das nicht reinmachen? Give Item. Hä? Ach so! Ich muss was reintun? Wieso habe ich hier 19? Hä? Ich brauche doch noch welche bei dem einen. Ich dachte, ich habe hier nicht genug. Jetzt verwirrt er mich hier komplett. Also ich muss hier was reintun, womit ich überhaupt das Feuer anzünden kann, wenn ich das richtig verstehe. Gut, das ist Trash. Ich hoffe mal, dass das nichts ausmacht. Start cooking. Ah, okay. Dann nehme das jetzt mal. Experimentieren. Heute wird gekocht. In der Folge. Ich weiß nur nicht, wie lange es... Ich glaube, es ist explodiert. View Blueprint. Ah, wir können... Ja, was war das? Ich weiß gar nicht mehr. Himbeereintopf müsste das dann sein, ne? Ich glaube, es war eine Himbeere. Also Jam heißt, glaube ich, Marmelade, streng genommen. Pick up Jam. Okay. Gibt halt Stamina. Ich denke mal, das ist dann besser. Aber dann wissen wir auch, wie wir das herstellen. Das ist cool. Okay, dann experimentieren wir mal mit der Drachenfrucht. Müssen wir dafür eigentlich erst diesen Kochtopf da gefunden haben? Gewürze. Okay. Kann man Gewürze so essen? Das ist jetzt natürlich die Frage. Wahrscheinlich kann man alles so essen, ne? Und dann machen wir das mal mit diesen Seekorn. Also Seekorn, ja. Es ist, eigentlich sieht es aus wie so eine... wie heißt das jetzt? Wie so eine Eichel. Gegrilltes Gemüse. Okay, das hört sich wiederum gut an. Warte mal. Kann ich von hier aus... Backpack? Nee, konnte ich nicht auswählen, ne? Ja, dann experimentieren wir nochmal eben mit dem Fleisch hier, damit wir dann dieses Rezept auch haben. Es war jetzt natürlich doof, dass ich das gegessen hatte. Richtig dämlich jetzt von mir. Machen wir nochmal. Zack. So. Marmelade mache ich auch erstmal weg. Die Gewürze auch. Das essen wir gleich mal. Es war mir irgendwie schon klar, dass ich das dann wahrscheinlich essen würde, wenn ich da drauf stehe. Aber naja, jetzt wissen wir auf jeden Fall schon mal, wie gekocht wird. So, experimentieren wir mal mit Drumstick rum. Also mit dem Fleischstück. Ich finde, die Namen sind cool, weil es gibt ja den Drummer und der hat halt auch Drumsticks. Heißt noch Drumsticks, oder? Oder einfach nur Sticks? Ich weiß es nicht. Hier, gegrillte Mahlzeit. Okay. Dann nehmen wir erstmal, ich glaube, das ist jetzt das Gemüse. Essen wir das mal. Ja, das geht auf jeden Fall schon mal ein sehr gutes Stück hoch. Was mich halt ein bisschen nervt, ist, dass das jetzt... Ach so, das ist aus, weil... Ja doch, das ist immer nur eine gewisse Zeit lang an. Das ist ein bisschen blöd, weil wir ja nicht so viel davon haben tatsächlich. Oh, das müssen wir hier mal eben... Ach so, und wir brauchen... Ja, ist ja gut. Was willst du denn jetzt von mir? Ja, du brauchst meine Hilfe. Das habe ich schon gemerkt, weil du bist hier die ganze Zeit so... Ach, ich bin so hungrig. Ja, das hättest du mal vorher sagen sollen. bitte schnell. I'll get you some food. Nee, ich kann dir nicht helfen. Stirb einfach. Nein, okay, der kriegt ein bisschen. Food for Sammy. Aber was braucht der? Es ist... Ja, genau. Und ich hole hier einen Schraubenschlüssel raus. Genau. Der braucht... Ich glaube, der braucht kein Essen mehr. Der ist so am Tanzen. Haben wir das jetzt abgeschlossen oder müssen wir das jetzt noch machen? Weil das hieß für mich eigentlich, wir müssen das machen. Nee, ich habe doch was. Moment, können wir ihm das nicht direkt geben? I have something for you. Ja, meine ich doch. Dann kriegt er das Gegrillte. Oh, das wollt ihr aber eigentlich ausprobieren. Mann. Na komm hier. Hast du eine komplette Mahlzeit. Ja, ist eine Katze, ne? Der frisst vom Teller. Oh, N für Relationships. Okay.
Und er gibt mir irgendwas. Ich weiß aber noch nicht genau was. Bowling Cabana. Ach, das ist wahrscheinlich ein Oberteil. Okay. Relationship. Ja gut, ihm habe ich ja jetzt auch schon ein bisschen geholfen. Habe ich ihm geholfen? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Favorite Colors. Ihm habe ich mit Essen geholfen? Oder was heißt das jetzt hier? Also... Achso, ich dachte, der ist jetzt schon wieder... Ja, Aber gut, wir brauchen jetzt im Moment noch nichts. Ich würde sagen, ich mache das dann später. So, jetzt müssen wir nur mal eben gucken. Ich würde eigentlich ganz gerne... Moment, wo war ich jetzt eigentlich? Ich war aber in der Nähe von dem Friseur. Ich sollte mir merken, dass ich beim Donutladen gewesen bin. Beim Donutladen. Da muss ich dann immer an meine Tochter denken, weil die isst nämlich auch gerne Donuts. Dementsprechend ist das unser Zuhause. So. Ich weiß jetzt nur gerade gar nicht, was ich eigentlich machen muss. Moment. Ach, soll ich ihm das Bett geben? Weil eigentlich heißt das doch, er braucht ja noch das Zuhause. Also vier Bretter brauche ich noch. Aber wo kriege ich diese anderen Dinger her? Ich habe ehrlich gesagt nicht so richtig aufgepasst in dem Moment, als ich sie dann bekommen habe. Hier drin waren die doch nicht, oder? Ich vermute mal, dass wir die vielleicht irgendwie in der Werkstatt machen können. Aber ich weiß es halt nicht hundertprozentig. 4 von 10. 5 von 10. Müssen wir von den Mülleimern auch mehrere finden noch? 4 von 15. Oh. Okay. Aber ich verstehe das richtig, ne? Ich muss die erstmal einsammeln, weil ich die ansonsten nicht machen kann. Jetzt habe ich mir so viel vorgenommen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich jetzt heute mit euch schon was anbauen kann. Weil man kann halt eben auch noch anbauen und man kann ganz viele Sachen machen in dem Spiel. Wenn ich daran denke, dann werde ich jetzt mal die Roadmap einblenden von denen. So, ich hoffe, ich habe dran gedacht. Ansonsten könnt ihr auch mal... Ach, ich habe keine Ausdauer, ist nicht dein Ernst jetzt. Ansonsten, sollte ich es jetzt wirklich vergessen haben und es ganz dumm gelaufen sein, dann könnt ihr die Roadmap aber jederzeit, achso, ich kann jetzt nicht laufen, ne? Jederzeit auch auf Steam einsehen. Da ist sie nämlich auch verlinkt worden. Kann ich das hier tatsächlich nicht reinmachen? Doch. Meine ich doch. So. Nur weiß ich jetzt immer noch nicht, wie ich an die anderen Sachen komme. Nee, das Fleisch war hier drin, ne? Ach komm, ich nehme jetzt mal einfach das ganze Fleisch raus. Was habe ich denn da? Klamotten? Moment. Das kann ich wieder zurücklegen. Da klicken wir mal einfach überall drauf. So. Das, achso, doch, das kann ich auch zurücklegen. Das brauche ich nicht mehr. Ich brauche nur das Essen jetzt aktuell. Ach so, ja. Aber das kann ich trotzdem jetzt noch hier drüber machen. So, ich kann leider... Nee, ich kann nicht stacken. Schade. Ich kann auch immer nur eine Sache anscheinend da reinmachen, was auch schade ist. Also, was heißt schade? Es ist schon irgendwo auch gut, aber man kann die Sachen anscheinend nicht kombinieren soweit. Das Fleisch brauche ich ja eigentlich nicht, ne? Und so wie es aussieht, können die Lebensmittel auch nicht verderben, was ich persönlich einen ganz, ganz großen Pluspunkt finde, weil ich es immer gehasst habe, wenn ich ein Spiel gespielt habe und die Lebensmittel verdorben sind. Ich meine, klar, wenn man natürlich verdorbene Lebensmittel wiederum für irgendetwas braucht, dann
ist das natürlich schwierig, sage ich jetzt mal, ne? Dann wäre es natürlich gut, wenn man vielleicht irgendwo verdorbene Lebensmittel finden könnte. Aber in dem Fall ist es natürlich so, dass man vielleicht nicht so viel findet generell, vielleicht aber auch viel findet und dann aber nicht auf einmal alles benutzen kann. Und wenn dann die Sachen verderben, ist das halt, ja, es ist halt richtig Mist. Was macht der da hinten? Der ist die ganze Zeit nur am Rumtanzen hier. Der hat auch nichts Besseres zu tun irgendwie heute. Habe ich das Gefühl. Oh, wir haben schon 7 Uhr abends. Oh nee, ich wollte ja doch noch so einiges machen. Ach Leute. Ich denke auch, ich werde jetzt auch nicht so schnell damit zurechtkommen, dass ich das jetzt herausfinde, wie man tatsächlich was anpflanzen kann. Es kann sein, dass der Kater uns da vielleicht bei helfen kann. Es kann sein. Ja, nutze das Bett. Ich will aber das Bett jetzt gerade nicht benutzen. Hier haben wir noch was. Ach so, ich habe es nicht gegessen. Ja, Entschuldigung. Warum? Diese Geräusche dabei, ne? Diese Rum. Ach ja, köstlich. Hä, wieso ist das grün? Das ist eben auch grün, ich meine nicht. Ich meine, eben war ein Teil davon gelb. Aber es kann auch sein, dass gelb bedeutet, dass man was reintun kann. Was aber unlogisch wäre, weil grün ist ja eigentlich ja so dieses Go, du kannst weiterfahren. Also wäre das eigentlich auch, ne, das. Ach, hier ist auch noch einer. Jetzt bist du wieder hier. Bist du mich hier am Stalken oder was? Das grün eigentlich dann heißen würde, ist alles in Ordnung. Und kannst jetzt was reintun. So, das wollte ich sagen. So. Fieber. 4 von 10. 8 von 10. 9 von 10. Ja, ist nicht der schnellste. Das habe ich schon gemerkt. 4 von 8. Ich denke mal, die macht das da mit einem Schwung. Dann drehe ich mich um, um wegen irgendwas anderem zu gucken. Und dann macht die das aber nicht. So, schauen wir nochmal. Also, hier haben wir nochmal eine Lampe. Kriegen wir das noch hin? Okay, die haben wir noch hinbekommen. Sehr gut. 9 von 10. Ah, ich hasse sowas. Ich hasse das sowieso, wenn man so einzelne Sachen überall erstmal suchen muss, bevor man die dann. Also, ne, so 10-mal kaputt machen muss oder so, bevor man die dann selber bauen kann. Jetzt ist hier natürlich eins. 5 ist das. Warum? Es tut mir leid, aber dafür muss ich dann doch mal meine Ausdauer nochmal auffüllen. Yay! Wir haben die Straßenlampe. Das ist natürlich die ganz große Frage. Wenn das Spiel auf Deutsch rauskommt. Also ich würde es auf jeden Fall nochmal von vorne spielen, damit man halt auch wirklich alles mitbekommt von den Quests. Ich glaube, das wäre am einfachsten. Da muss ich zwar den ganzen Kram hier nochmal neu machen, was ich wieder doof finde, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber ich denke, das wird wohl wirklich das Beste sein. Ja, es fehlt genau eins, oder? Ah, ne, haben wir noch gerade noch hinbekommen. Okay. Was ist das hier eigentlich? Storehouse. Ach so, aber normalerweise wäre jemand da gewesen. Na gut. Ja. Ist jetzt ein bisschen blöd. Ich schau mal eben kurz noch nach, ob ich eventuell. Das ist ja offen, ne? Der ist. Ach so, der ist wahrscheinlich 24 Stunden offen, oder? Ob man eventuell hier irgendwas. Aber hier kann man nur die anderen Sachen machen, anscheinend. Loom. Ist das wie eine Nähmaschine? Simpler Motor. Die Straßenlaterne kann ich jetzt auch machen. Stonekiln. Ah, da lag ich ja jetzt mal sowas von falsch. Das heißt, das Ding. Ah, da müssen wir dann erstmal ein Lagerfeuer bauen. Moment, das müssen wir wiederum so machen, ne?
So, müssen wir ein Lagerfeuer bauen? Ja. So ein Mini-Lagerfeuer. Ich finde das so süß, wenn das so klein rauskommt. Und Stonekiln brauchten wir. Also es sieht aus wie eine Schmiede, glaube ich. Aber Steinofen. Ja, Steinofen. Aber Kiln heißt nicht Ofen, oder? Ich weiß es nicht, wie man es wirklich übersetzt, ganz ehrlich. Aber das brauchen wir auf jeden Fall, um diese Steine zu machen. Ehrlich gesagt, würde ich das gerne noch kurz machen. Die Frage ist jetzt, muss ich das jetzt hier hinstellen? Oder kann ich das zu mir hinstellen? Es ist jetzt echt doof. Also, ich kann ja jetzt nicht laufen. Das ist jetzt echt doof, dass es jetzt so spät ist. Und wer jetzt hier im Dunkeln. Oh Gott, im Dunkeln habe ich jetzt gar keine Orientierung. Also ich habe ja vorher schon keine Orientierung gehabt. Aber im Dunkeln habe ich jetzt noch weniger Orientierung. Irgendwo hier in der Nähe von denen war das, glaube ich, oder? Also ich kann mich noch an die Donuts erinnern. Nee, hier geht das. Wie gesagt, hier ist alles so dunkel, ich sehe nichts mehr. Ah, ich komme von der anderen Seite. Okay. Dann ist jetzt die Frage. Theoretisch hätte ich alles noch drin setzen können, oder? Moment. So, wie war das mit dem Drehen? Shift gedrückt halten? Ah ja, so war das genau. Kann ich aber gar nicht hier drinnen hinstellen. Muss ich nach draußen stellen oder was? Oh, das ist nicht euer Ernst jetzt, oder? Oder brauche ich da Ausdauer für? Moment. Oder ich muss es wirklich bei ihm hinstellen. Das kann natürlich auch sein. Das wäre jetzt noch die Alternative. Die nicht so schöne, aber die Alternative. Kann ich das denn? Ja, hier kann ich es anscheinend hinstellen. So, jetzt muss ich mal gucken. Wenn ich das jetzt hier bei mir vor die Tür stelle, geht das? Anscheinend nicht, ne? Jetzt sag mir nicht, dass ich das tatsächlich zu dem Typen hinbauen muss. Also, dass ich die Sachen, die ich dann da quasi bauen kann, gar nicht zu Hause benutzen kann. Also gut, dann spende ich das sozusagen der Allgemeinheit. Das ist natürlich auch okay. War das jetzt hier? Moment. Nee, er war hier. Obwohl, da kommen wir wahrscheinlich dann auch runter, ne? Ich glaube, das ist sogar das Gebäude hier gewesen. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ah, nee, hier rechts ist das genau. Oder? Ich sag doch, ich habe gar keine Orientierung mehr. Die Insel ist eigentlich gar nicht so groß. Aber dadurch, dass man halt, ja, weiß ich nicht, auf der Karte das Haus. Ach so, nee, halt, ich laufe doch in die falsche Richtung. Das Haus nicht sieht und so. Muss mich jetzt rechts halten. Ach so, da. Ja, dadurch verliere ich halt hier jetzt komplett die Orientierung. Ich weiß auch nicht. So, muss ich das jetzt hier hinstellen? Letzter Versuch. Ja, das sieht gut aus. Ey, das ist wirklich so doof gemacht. Also für mich jetzt doof gemacht. Nee, andersrum. Dass man das nur hier hinstellen kann. Das finde ich nicht gut. Bin ich ganz ehrlich. Steht hier zwar so ein bisschen doof im Weg jetzt rum. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich die Dinger nach hier vorne gemacht, aber. So, Brick. Haha. Die Frage ist, wie viel brauche ich? Ich mache mal 10, wenn ich das kann. Oh nein! Kann man da nochmal reingucken? Leider nicht. Ach, jetzt müssen wir hier auch noch 2,5 Minuten warten. Das ist doch doof. Moment, dann gucke ich hier nochmal eben, was wir hier noch machen können. Ich könnte jetzt theoretisch. Ach, das ist eine richtige Cooking Station. Aber die kann ich wahrscheinlich nur hier hinbauen, oder? Moment, das möchte ich mal ausprobieren. Wir haben ja noch ein paar Minuten Zeit, bevor ich hier rausgehe. Weil da muss ich nicht das nächste Spiel aufnehmen, was neu rausgekommen ist. Reka kann ich euch wirklich nur empfehlen, nach allem, was ich gesehen habe. Gespielt habe ich es leider noch nicht. Aber wie gesagt, nach allem, was ich gesehen habe, kann ich es tatsächlich nur empfehlen. Ich bin doch auch doof. Ich muss doch hier Cooking Station. So, Craft.
Die sollte ich vielleicht. Ich weiß nicht, kann man die auch hier draußen hinstellen? Das fände ich jetzt schon ganz cool. Kann man aber wahrscheinlich nicht. Oder? 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 Weil das deren Grundstück ist, kann man es wohl doch. Sehr cool. Ach nee, das will ich aber jetzt nicht machen. Aber cool, weil ich meine, ich würde es gerne halt alles bei mir zentral haben, aber wenn ich jetzt hier sowas zentral habe, dann ist das natürlich auch nicht schlecht. Zwei habe ich schon bekommen. Ach nee, jetzt bekomme ich nicht ernsthaft immer nur zwei, oder? Schauen wir hier nochmal eben weiter. Simple Motor, Tab, was ist... Okay, da brauche ich dieses Rohr für. Metallrohr. Aber so ein Metallrohr kann ich nicht bauen, oder? Nee, kann ich nicht bauen. Das heißt, ich vermute mal, ich brauche entweder ein Rezept oder ich muss das vorher irgendwo abgebaut haben. Simple Cutter. Da brauche ich den Motor für. Okay. Ist das vielleicht, um Holz und so zu bearbeiten? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Pick up Brick. Ah, 7 habe ich? Okay, dann ist es doch gar nicht so schlimm, wie ich jetzt gedacht habe. So, dann habe ich jetzt 10 Stück. Es ist zwar jetzt dunkel, aber ich würde das trotzdem gerne schon mal eben abschließen hier mit dem einen Haus. Und ja, damit dann leider auch, achso, das war zum Abbauen, leider auch die Folge für heute. Ich wollte euch eigentlich viel, viel mehr zeigen. Was ist das denn? Now open. Renards is perfect One-Stop-Shop. Ja, gut, wissen wir aber doch schon. Oder ist das, wenn man das noch nicht weiß? Rats were serious problem. Wieso? Der eine ist doch ein Rat, oder nicht? Okay, ja gut. Viel hat uns das jetzt nicht gebracht. Da unten ist beleuchtet, aber da unten will ich, glaube ich, nicht hin. Ich kann das auch hier nicht... Oh, Moment. Das Haus ist links von mir. Das ist aber nicht mein Haus, sondern das Haus, was ich gerade am Bearbeiten bin, gehe ich mal von aus. Nee, da war keiner, obwohl. Die können wir aber nochmal eben mitnehmen. Das war... Ach ja, das kann ich jetzt auch mitnehmen. Hallo? Ach nein, oder auch nicht. Scheiße. Ah, komm, dann nehmen wir die Mahlzeit. Was soll's. Ich möchte euch gerne zeigen, was das ist. So. Quarz. Okay, es ist Quarz. Das ist noch nicht nachgewachsen. Ich vermute mal, die Sachen wachsen immer nur dann nach, wenn ich einmal geschlafen habe. Ich habe das ja beim letzten Mal schon vermutet. Moment. Das ist das Donutgeschäft, ne? Das heißt, hier müsste ich irgendwo wohnen. Da, genau. Und ich weiß gerade gar nicht, was ich jetzt... Ach, ich wollte gar nicht zum Wohnen. Ich wollte zu dem einen Typen. Genau. Ist der immer noch am Suchen hier? I've seen a lot of places. Ja, ich denke, das ist toll. Ach so, wenn ich das mag, muss da was... Ach so. Das habe ich vorher gar nicht gesehen. Ich habe das immer zu schnell weggeklickt. Ach, schön, dass du mich hier entlang führst. Dankeschön. Ich brauchte übrigens nur 5. Vielen Dank dafür. Ah, okay. Wenigstens konnten wir das jetzt noch machen hier. Beziehungsweise es ist noch in Mache. Ja, wahrscheinlich bis ich geschlafen habe oder so. Jetzt möchte ich aber gerne den einen noch mal kurz finden. Da ist er. Und ich sag dann einfach, das Haus ist scheiße. So, ich denke, das ist nicht das Richtige. Ja, dann gehst du da rein. Ach, ich bin echt so...
Oh, aber kann ich direkt das mit reintun? Aber mir fehlen noch welche davon. Och, komm. Na gut. Na gut, aber dann haben wir das wenigstens schon mal erledigt, soweit. Das ist doch auch schon mal was. Ja. Alter. Macht der jetzt sein eigenes Haus? Also ich wollte mich gerade verabschieden, aber das möchte ich gerne sehen. Er macht sein eigenes Haus. Ja, ich würde sagen, ich habe die perfekte Stadt kennengelernt. Die Leute machen sogar ihre eigenen Häuser, sobald ich denen das Material liefere. Ist doch perfekte Arbeitsteilung, würde ich sagen. Außerdem ist er noch die ganze Nacht jetzt wahrscheinlich am Durchhämmern. Ich finde das gut. Da muss ich wenigstens weniger machen. Ja, ihr Lieben, ich hätte gerne noch viel, viel mehr gezeigt, aber dazu reicht jetzt leider die Zeit nicht mehr. Es tut mir wirklich leid. Und ich brauche definitiv jetzt noch etwas Zeit, um Reka anzuspielen. Ja, ihr könnt euch aber definitiv darauf verlassen, wenn ihr euch noch nicht so ganz sicher seid mit dem Spiel, ob das jetzt was für euch ist oder nicht. Erstens, wie gesagt, steht jetzt fest, es kommt auf jeden Fall die deutsche Sprache. Irgendeiner hatte hier auch geschrieben, dass das wohl ungefähr zur Hälfte bereits übersetzt worden ist. Es dauert halt noch ein bisschen, aber ich denke, wenn das jetzt schon zur Hälfte übersetzt ist, vermute ich mal, dass es wohl nicht mehr so lange dauern wird. Ob man dann natürlich das Spiel noch im Angebot bekommt, das kann ich euch nicht sagen. Aktuell ist es ja meines Wissens nach noch im Angebot. Ich weiß jetzt gerade nicht für wie lange. Aber ich denke mal, ihr habt soweit eigentlich einen ganz guten Eindruck bekommen. Also ich hoffe, ich habe daran gedacht, dass ich auch die Roadmap eingeblendet habe an der einen Stelle, sodass ihr mal in Ruhe nachschauen konntet, was es halt noch gibt. Ich habe es ja auch, ich glaube, im zweiten Teil noch zusätzlich erwähnt, was halt alles kommen sollte. Und ich denke mal, ja, dass man, wie gesagt, schon mal einen ganz guten Einblick bekommen hat. Das Einzige, was vielleicht jemand ein bisschen stören könnte, wäre die Optik vom Charakter. Allerdings, ich habe jetzt auch Menschen gemacht. Ich denke mal, die Tiere sehen wieder um einiges besser aus, so von der Optik her. Aber ich bin ganz ehrlich, ich bin halt nun mal ein Mensch, also mache ich mir natürlich auch Menschen. Deswegen, ich mache mal die Axtmörderin hier irgendwie. Ich finde, das sieht irgendwie cooler aus, so zum Abschied. Ich bin halt ein Mensch, ich führe halt eine Axt mit mir mit und ich werde sie benutzen. Na gut, ihr Lieben. Man kann, was ich noch im Kopf habe, auf jeden Fall noch Sachen anpflanzen, das kann ich euch sagen. Also ihr könnt euch quasi eine eigene Farm noch anlegen. Ihr könnt, meine ich, auch noch ein Schiff bauen für euch selber, wenn ich die Ausschnitte richtig gesehen habe. Und es wird auf jeden Fall noch jede Menge, ja, toller Sachen kommen. So was Ähnliches gab es damals auch. Das war irgendein. Es hieß irgendwas mit Sims, glaube ich. Das wollte ich immer mal aufnehmen, aber ich habe es immer vergessen. Ich fand es aber ein unheimlich schönes Spiel, weil man ist dann da hingekommen und man macht für andere Leute die Häuser. Man muss so verschiedene Essenzen einsammeln. Mit diesen Essenzen kann man dann die Häuser machen und beeinflussen. Zum Beispiel, wenn jemand eher ein trauriges Haus haben möchte, ein buntes, ein farbenfrohes. Wobei das Gleiche ist. Ein fröhliches, ein farbenfrohes, das wollte ich sagen. Dann kann man das damit beeinflussen. Und solche Spiele mag ich halt auch sehr gerne. Und so ein bisschen in die Richtung geht dieses Spiel halt eben auch. Und ja, also ich persönlich, ich finde es ziemlich cool. Ich werde leider, leider jetzt mit dieser Folge die Vorstellung erstmal beenden. Aber, wie gesagt, ich habe euch versprochen und daran werde ich mich auch halten, sobald die deutsche Sprache draußen ist, werden wir auf jeden Fall das Ganze nochmal von vorne anfangen, nochmal in Ruhe dann auch mit den Texten durchlesen. Und ja, dann werden wir auf jeden Fall mit der Zeit auch nochmal alles herausfinden, was wir noch machen können. Wir haben ja jetzt auch noch jede Menge Quests offen, wie ihr seht, ne? Also er muss sich jetzt noch sein Zuhause machen. Bei dem einen müssen wir noch gucken, dass wir da noch die. Also müssten, ich spiele es jetzt auf Englisch leider nicht mehr weiter, dass wir da noch das Holz bekommen und so weiter. Und da müssen wir noch das Bett machen, dann. Ach so, genau, die müssen wir noch suchen hier, diese Blaupause. Die ist ja irgendwo verschollen in diesen einen Raum, aber ich habe halt noch keinen Sprengstoff, also werde ich wohl erstmal noch was anderes machen müssen. Dann gibt es noch den Ressourcenfinder. I need to look for the blueprint. Ach so, das war aber die, glaube ich, oder?
Das war, glaube ich, die Blaupause dazu. Und dann können wir damit weitermachen. Also wir haben noch so unheimlich viel, was wir noch machen können und was auch noch danach kommen wird. Und ich gehe mal davon aus, dass auch die Quests zwischendurch dann auch nochmal erweitert werden. Ja, wenn dann halt auch die deutsche Übersetzung draußen ist und so weiter. Und ich weiß gar nicht, wo ich hier anfangen soll, wo ich weitermachen soll. Ich würde am liebsten jetzt alles hier noch machen. Ich kann es aber leider nicht, weil sonst würde ich das alles machen und würde das dann alles nochmal machen, wenn es auf Deutsch draußen ist. Und das ist halt auch irgendwie doof. Also für mich und für euch dann vielleicht auch, wenn ich dann immer sage, ach ja, das kam und ja, ich möchte es ja mit euch dann auch das erste Mal gemeinsam erleben. Dann könnt ihr sehen, wie doof ich dann teilweise bin oder dass ich was nicht finde. Und wenn ihr das dann seht, dann könnt ihr sagen, ich bin nicht die Einzige, die das nicht auf Anhieb herausgefunden hat. Ja, das haben tatsächlich schon mal Leute reingeschrieben. Das finde ich persönlich auch immer wieder süß irgendwo, weil mir geht es halt genauso. Wenn ich irgendwo privat was spiele und ich gucke dann bei irgendeinem Video und ich denke, wieso habe ich das nicht gefunden? Und ich sehe dann aber, derjenige bemüht sich da auch die ganze Zeit und findet es nicht, dann habe ich halt eben auch ein besseres Gefühl bei der Sache. Und ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben jetzt wortwörtlich zumindest im Spiel die ganze Nacht durchgeredet. Deswegen vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze handhaben möchtet. Ob euch das Spiel überhaupt gefällt, sodass ihr es haben möchtet. Ob ihr vielleicht lieber noch was warten wollt. Ob ihr ja erstmal abwartet, bis die deutsche Übersetzung da ist. Wie gesagt, sie wird auf jeden Fall kommen. Also wenn euch das Spiel überzeugt, ihr es aber nur wegen der deutschen Übersetzung noch nicht holen wollt, könnt ihr es jetzt im Angebot noch holen und dann ja einfach mit dem Starten des Spiels ein bisschen warten, bis dann die Übersetzung da ist. Ich kann natürlich nicht sagen, wie lange es dauert. Vielleicht dauert es ein paar Tage, ein paar Wochen. Keine Ahnung. Da lege ich jetzt nicht die Hände für ins Feuer. Ich bin keiner der Entwickler, aber man hat mir auf jeden Fall versprochen, sie wird auf jeden Fall kommen. Und ich habe im Gegenzug versprochen, auf jeden Fall dann ein deutsches Let's Play davon zu machen. Ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann entweder in einem anderen Let's Play wieder oder demnächst, wenn ich dann hiervon das deutsche Let's Play starten werde. Bis dann! Ciao! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!